Und wieder gibt es Zweifel an der dunklen Materie. In 65 Millionen Lichtjahren Entfernung wurde eine Zwerggalaxie gefunden, die sich komplett anders verhält als alle anderen bisher gefundenen Galaxien. Sie enthält nämlich keine bzw. kaum dunkle Materie, wenn es sie denn gäbe. Also wieder ein Gegenbeweis der dunklen Materie. Und warum jetzt diejenigen, die eine andere Theorie als die dunkle Materie für die Bewegung der Galaxien haben, Probleme haben? Also das jetzt alles bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. NGC 1052-DF2, das ist der Name der seltsamen Zwerggalaxie. Eigentlich eine ganz normale Galaxie, aber mit einer Besonderheit. Im Vergleich zum Beispiel zu unserer Milchstraße enthält sie 250 mal weniger Sterne. Eine ganz besondere Klasse von Galaxien. Diese Klasse ist durchsichtig. Man sieht die Galaxien dahinter. Sie gehört zur Klasse der ultradiffusen Galaxien, die überhaupt erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde. Zitat: Ich habe eine Stunde lang nur auf dieses Bild gestarrt. Das sagt Peter van Dokkum von der Yale University. Er hatte die Galaxie in einer Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops entdeckt und da wurde Peter van Dokkum neugierig. Sein Forschungsteam untersuchte 10 Kugelsternhaufen der Galaxie näher und stellte Verblüffendes fest. Anders als bei allen anderen Galaxien waren die Bewegungen dieser Sternenhaufen komplett durch die vorhandene Materie zu erklären. Sprich, dort gibt es keine oder nur sehr wenig dunkle Materie. Maximal können sie ein 400stel der Materie in der Galaxie sein. Bei 300 Millionen Sonnenmassen ist das weniger als 1 Million Sonnenmasse. Absolut lächerlich und dem kosmologischen Standardmodell zuwiderlaufend. Dementsprechend ist rund 27% dunkle Materie neben der noch angenommenen 70% dunkler Energie sein müssten. Da die sichtbare Materie im Standardmodell nur 3% ausmacht, dürften es nicht ein 400stel sein, also 0,25%, sondern im Vergleich zur normalen Materie 1000%, also das 4000-fache. Das ist wirklich absolut verrückt. Hier stimmt einfach etwas überhaupt gar nicht. Zitat: Eine Galaxie ohne dunkle Materie kommt für uns völlig überraschend. Sie ist eigentlich der wichtigste Teil jeder Galaxie, der diese zusammenhält. Das stellt alle gängigen Theorien auf den Prüfstand, meint van Dokkum. Bisher galt es als sicher, dass dunkle Materie überhaupt erst die Entstehung von Galaxien ermöglicht. Erst sie soll die sichtbare Materie anziehen und zur Verklumpung zu Sternen und Planeten führen. Aber NGC 1052-DF2 zeigt das Gegenteil. Demnach würde diese Theorie gar nicht stimmen. Und noch eine andere Schwierigkeit gibt es, und zwar für diejenigen, die das Universum ohne dunkle Materie erklären wollen. Ups, wenn diese Galaxie, die sich komplett anders verhält, dann ist es unmöglich, ein neues Modell der Gravitation ohne dunkle Materie zu entwickeln. Es würde in dieser Galaxie einfach nicht funktionieren. Bam! Jetzt sucht das Forschungsteam nach weiteren Galaxien ohne dunkle Materie und bis dahin bleiben nur Spekulationen, denn diese Zwerggalaxie ist auch in anderer Hinsicht seltsam. Keine Galaxienarme, kein richtiges Zentrum und jetzt kommt es, kein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum. Das alles führt mich ja zurück zur Theorie der schwarzen Löcher als der dunklen Materie. Ihr erinnert euch, die Beschreibung von dunkler Materie und schwarzen Löchern ist nahezu gleich. Nur, dass wir schwarze Löcher kennen. Die Theorie der schwarzen Löcher, also als dunkle Materie, ist ja, dass alles voller schwarzer Löcher ist. Auch sie können wir nicht sehen. Auch sie könnten den größten Teil der Materie ausmachen. Und eine solche Galaxie ist ja das absolute Indiz dafür. Die Sterne sind hier so weit entfernt, dass sie nur wenige und nur kleinere schwarze Löcher bilden konnten. Nicht mal ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum gibt es. Es passt also alles eigentlich haargenau zu dieser Theorie. Ich bin mega gespannt, was so alles noch zur dunklen Materie in der nächsten Zeit kommt. Ich finde es unglaublich spannend. Wenn ihr als erstes Neues zur dunklen Materie und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Das geht hier. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und zur Begrüßung gibt es übrigens da auf WhatsApp noch ein gratis Goodie. Also seid gespannt, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit Glocke vergessen. Also mit Glocke. Genau, hier geht es weiter. Also hier dafür auch draufklicken. Dunkle Materie, Rätsel gelöst, spielen schwarze Löcher eine Rolle. Da geht es genau um diese Theorie. Also ansonsten, bis dann. Bleibt dran.